Moin Moin! Moin! Hi! Neues Video von Drehmoment. Wir sind wieder bei Jacek und Sebastian bei unserem Lackieren vom M3-Projekt. Und wir werden das erste Mal ein Video ausprobieren mit englischem Untertitel, weil in den letzten Wochen viele internationale Leute dazugekommen sind, die sich das ganze Projekt angucken wollen. Okay, ja. Cool. Probieren wir mal aus, ob es klappt. Und ja, wir sind heute wieder bei euch. Warum? Ihr habt schon mal vorgearbeitet, ne? Genau, wir haben ein bisschen vorgearbeitet, ja. Da liegen sie. Übrigens mit der Kamera ziemlich schwer einzufangen. Ich habe es vorhin mit dem Handy auch probiert. Man muss sie so ein bisschen im Licht bewegen, um es zu sehen. Also das ist jetzt das lackierte Teil, ne? Genau. Also die beiden haben hier reichlich Vorarbeit geleistet. Könnt ihr gleich mal sagen, was ihr da so grob dran gemacht habt? Genau. Und das ist noch das Rohteil, also der rechte Kotflügel, der quasi unbearbeitet so aus der Form rauskam. Und jetzt hier das in Anführungszeichen fertige Teil, wie später auch wirklich. Ja, man sieht es in der Kamera. Am Auto, ja, ja, ja. Ist es drauf? Cool. Und also je nach Lichtverhältnissen erkennt man es manchmal, aber in echt kann ich wirklich sagen, in echt ist es noch was ganz anderes. Zum Beispiel auf der Tür, ist mir gerade eben nebenbei aufgefallen. So ein Sticker drauf, der sieht aus, als ob der in der Luft schwebt. Also wenn man jetzt in echt davor steht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht gleich am Bildschirm, aber ich finde, es sieht krank aus. Ja, ja. Als wäre da so eine Glasplatte dazwischen. Ja. Ja, jetzt beschreibt am besten ihr mal grob, was ihr gemacht habt. Weil es war nicht so wenig Arbeit, oder? Ja, es war schon relativ viel Arbeit. Also wir haben begonnen damit, die Lunkerstellen zu bearbeiten. Haben das Ganze mit dem Messer rausgekratzt, wo die Lunkerstellen waren, haben die aufgefüllt, haben die Flächenplan geschliffen, haben Material aufgetragen, haben wieder geschliffen, haben wieder Material aufgetragen, wieder geschliffen und stellenweise Sachen ausgebessert. Und jetzt ist der erste Klarlack im Prinzip drauf, um zu besprechen, wie es weitergeht, weil wir ja damals schon gesagt haben, wie machen wir die Kanten, wie machen wir das, wie machen wir das. Bei den Türen haben wir die Kanten jetzt alle verklebt. Das, was abgestanden ist, oben, also ringsrum im Prinzip. Ja, und so ist jetzt der Stand. Und heute haben wir uns getroffen, um einfach alles Weitere zu besprechen. Genau. Das heißt, die interessanteste Frage, die am Schluss ja das ganze Auto extrem beeinflussen wird, ist, Klarlack muss drauf, ist ja völlig klar, aber es geht um die Kanten. Also bei Sichtcarbon, wir haben schon mehrmals drüber gesprochen, hast du halt, wenn das Teil aus der Form kommt, die eine Art Abrisskante, da wo die Carbonfasermatte endet. Abschließt. Genau. Und die ist halt nie perfekt, sondern das sind halt Fasern, ne? Die hat man vielleicht mit einer scharfen Schere einmal komplett schön wie Geschenkpapier. Ja, so wird es eben nicht, sondern die haben ja dann meistens eine Biegung, weil so ein Kotflügel ist ja nicht, als Beispiel, ist ja nicht gerade. Also du kannst eben nicht einfach abschneiden. Schon klar, ja. Nee, ist ja richtig. Aber genau das ist eben der Unterschied, sondern du hast einen leichten Verzug drin, das ist immer so. Ja. Wir haben uns da in eurem Hof gerade ein Auto noch angeguckt. Ja, von einem Edeltuner im Prinzip, von einem deutschen Edeltuner. Und bei dem ist es auch nicht anders. Also die kochen auch nur mit Wasser. Genau. Also da war es tatsächlich genauso, gerade am Heckspoiler hat man es gut erkannt, dass die Matten so einen leichten Verzug haben. Und jetzt ging es halt drum, hier habt ihr einfach mal Klarlack drüber gemacht. Sodass man wirklich, ja, ja, sorry. Also hier an der Kante, da waren ja auch überall diese Lunkerstellen, ja. Da konnte man gut noch Material runterholen, dass die Fasern noch ein bisschen rauskommen. Also man konnte schon gut retten, bis hier runter, ne. Genauso hier auf der Kante, ja, also bei dem sieht man jetzt, hier ist es schön klar. Und bei dem sieht man halt hier überall diese Lunkerstellen. Das ist wie im Prinzip Luftbläschen in dem Harz drin. Genau. Komm mal scharf. Ah ja, man sieht es jetzt. Also so ganz kleine Mini-Bläschen. Ja, genau. Nicht nur Mini, da waren auch. Ja, es ist auch flächig teilweise. Ne, so ja, also bei dem Kotflügel war es halt schlimmer. Die waren auch alles zum Stelleweiß hier richtig auf der ganzen Fläche. Das war alles weiß. Da muss man das Ganze unterschleifen, dass man im Prinzip diese wegbekommt. Mhm. Und dann eben die Schicht aufbauen, um wieder diese schöne Fläche hinzubekommen und ja, auch den tiefen Effekt. Okay. Ja. Wir haben an ein paar Stellen, hier sieht man es jetzt ganz gut, haben wir so Einschusslöcher, haben wir es jetzt genannt, gell? Ja.
Also wo mitten in der Matte so ein ganz minimaler Verzug ist. Du hast eine tolle Linie und auf einmal ist hier so, wo es gearbeitet hat. Ja. Wahrscheinlich auch durch Temperatur oder so. Durch Temperatur, ich weiß nicht, es ist ja Vakuum gezogen, denke ich mal. Also ich bin jetzt kein Carbon-Profi. Aber wir sehen ja auch hier hinten im Prinzip da, wo diese Einschusslöcher sind, wo das wir es nennen. Du, ne? Genau, sind im Prinzip diese Sachen. Das fühlt man auch, ne? Mhm. Ein bisschen besser. Ah, stimmt. Ja, man sieht's. Ja. Vielleicht auch vom Einspannen oder so, aber weiß ich nicht. Okay. Ach, wir haben es gerade draußen vor der Halle angeguckt. Wenn die senkrecht stehen, siehst du es wieder gar nicht. Ja. Und sobald du halt jetzt gerade in so einem LED-Licht, siehst du es. Aber ich rede es mir jetzt schön, habe ich ja vorhin schon erzählt. So seht ihr wenigstens, dass es nicht drüber laminiert oder eben Folie oder irgendwas. Ja, echt. Sondern es ist echt. 3D-Wirkung. Absolut. In extrem Form, ja. Okay. Ja, und die eigentliche Frage war jetzt halt, wie gesagt, hier ist jetzt nur Klarlack drüber. Das heißt, ihr seht alles komplett, wie die Matte endet. Und also rundherum an dem Kotflügel, hier sieht man es jetzt halt perfekt. Und wenn wir kurz zur Tür gehen, da habt ihr was anderes gemacht. Ja, also jetzt zum Beispiel hier oben, da hat sie auch so ein Stück gefehlt. Und dann wurde das jetzt von oben hier einfach schwarz eingenäht. Also keine scharfe Kante, sondern das nebelt man dann ein. Und dann, finde ich, hat es einen viel schöneren Effekt, wie wenn man das jetzt scharf abdeckt und einfach nur schwarz lackiert und dann klarer Pulver. Ne? Genau hier vorne war genau das Gleiche. Da hat dann ein Stück gefehlt. Das haben wir dann aufgebaut, dass es schön in einer Linie ist. Da kann ich jetzt zum Beispiel nochmal nass machen. Ja, also da vorne ist es halt ganz unschön. Und wenn man das ganz minimal einnebelt, dann hat es eigentlich einen sehr schönen Effekt. Also das heißt, bei der Tür ist es halt besonders schwierig. Bei den Kotflügeln könnte man, glaube ich, damit leben, wenn man diese schwarze Kante weglässt, weil es eigentlich ganz cool aussieht. Bei der ist ja, die Tür ist ja anders gebaut, da ist ja eine Außenhaut auf das Blech drauf, also auf das Innenblech draufgeklebt. Also Außenblech entfernt und diese Außenhaut wurde ja draufgeklebt. Und da, wo die draufgeklebt ist aufs Blech, hast du halt einen ziemlich starken Übergang. Genau. Siehst das Blech noch zum Teil. Ja. Ihr müsst jetzt auch nochmal nachkleben, weil es nicht perfekt bündig war. Wir müssen halt das Material aufbauen, genau, dass es nachher schön eine Fläche ist. Ja, also besonders geil finde ich es halt hier im Bereich, wo der Türgriff rankommt. Sobald halt eine Kante irgendwo drin ist, entsteht halt wirklich so ein krasser 3D-Effekt. Ich starte halt Türgriff reinzumachen. Wie bitte? Ja, genau, ja, richtig. Aber siehst du das auch jetzt, was ich damals gemeint habe, wenn wir dann unser Material drauf machen, dass da ein bisschen Schichtsteige kommt? Das ist klar. Dass diese 3D-Wirkung, die wird dann viel extremer, wie wenn es jetzt nur original. Ja, wenn es mit dem Laminat im Prinzip rauskommt aus der Form, es sieht halt tot aus. Jetzt ist es viel lebendiger, es lebt, es ist dreidimensionaler, es ist viel tiefer. Ja. Es glänzt. Ja. Ja, apropos Schichtstärke, fand ich jetzt ganz spannend. Wir haben letztes Mal Kotflügel gewogen in einem der letzten Videos bei 0 Bar im Rohzustand. Jetzt ist Lack drauf. Und wir haben jetzt zwei Kotflügel da, links und rechts. Wir gehen mal davon aus, die sind beide gleich schwer gewesen im Herstellungsprozess. Wir haben die kleine Waage dabei. Können wir es mal ganz schnell ausprobieren? Wie viel Kilo ihr uns jetzt schwerer gemacht habt? Ja. Das ist jetzt der unlackierte. Ohne, genau. Rohzustand. Rohzustand. Doch andersrum. 14 Kilo. Mit Carbon relativ leicht. 140 Kilo. Hast du? Ja. 140 Kilo. Ja, das sind 145 Kilo. Das sind 5 Kilo lag auf einem Kotflügel. Das ist in Ordnung. Das ist mal ganz interessant. Also was Klarlack ausmacht. Also 50 Gramm. Aufgetragen haben wir halt viel mehr, aber dadurch, dass wir halt die Fläche plan machen, schleifen wir auch wieder, sage ich mal, 80% runter vom Material. Dass wir einfach eine perfekte, glatte Oberfläche haben. Ja. Wenn wir die Waage gerade haben, können wir mal kurz die Tür messen, dass ihr mal seht, was wiegt jetzt unsere Carbontür mit Klarlack schon, die halt zur Hälfte noch aus Blech besteht, oder zu zwei Drittel. Knapp 11 Kilo, ja? 10,8.
Klar, da kommen noch die Scheiben rein, Fensterheber und Türverkleidung. Und dann kommen dann noch ein paar. Aber kommen schon Glasscheiben rein, also kein Makralon oder irgendwas. Ja. Aber leichtere. Okay. Ich habe es vor 2 Wochen habe ich mal aufgelistet, was die Originalteile beim E30 wiegen, beim M3. Und mal verglichen mit den Gewichtsangaben, die uns René gegeben hat von seinen Carbon-Teilen. Und weil ja immer noch das Ziel im Raum steht, 1000 Kilo zu erreichen, aufs fertige Auto mit Serieninnenausstattung plus Zelle, schwere Räder, schwere Bremse. Schwerer Motor. Wobei, Motor war ich überrascht, der ist gar nicht so schwer. Ich habe es jetzt leider nicht dabei, aber das erzählen wir euch im nächsten oder in einem der nächsten Videos, die detaillierten Gewichte. Weil so schwer ist der Motor gar nicht. Klar, Getriebe und Differential sind relativ schwer. Aber Titanauspuffanlage rettet uns. Ja. Carbon natürlich wird einen riesen Batzen erleichtern. Und die 1000 Kilo sind echt greifbar. Was wiegt der Original der E30? Also unser Auto als Basis des Projekts hatte mal 1140 Kilo, meine ich, waren es gewogen. Okay. Ja, also extrem leicht schon in der Basis. Okay. Und aber auch, also ja, mit Schiebedach, das haben wir jetzt nicht mehr. Okay. Und Schiebedach alleine ist schon extrem schwer. Aber zu den Details kommen wir dann in einem der nächsten Videos. Das heißt, wir sind aber in Kürze nochmal hier. Anfang Januar. Und werden dabei sein, wenn ihr die komplette Karosserie klarlackt. Genau, ja gut, das wird Ende Januar sein. Ende Januar. Aber vielleicht treffen wir uns mal während der Arbeit einfach, um zu sehen, wie man das so ein bisschen Arbeitsschritte erklären. Super. Auf jeden Fall war jetzt die Frage, ob wir das ganze Auto probieren, komplett nur Klarlack zu machen. Also quasi zu den Fehlern stehen und die gar nicht jetzt mit einem schwarzen Beinebeln verbergen, in Anführungszeichen. Oder ob wir halt das ganze, also alle Teile mit so einem schwarzen Beinebelstreifen versehen. Aber jetzt gerade an der Tür haben wir gesehen, an manchen Stellen geht es gar nicht anders. Ja. Hier macht es auch absolut Sinn. Und deswegen werden wir einfach einen Mittelweg wählen. Das heißt, da wo es nicht vermeidbar ist, werden wir es natürlich machen. Und an allen anderen Ecken werden wir probieren, oder natürlich die Lackierer probieren, nur die Innenseite quasi, da wo es wirklich abschließt, beizunebeln. Aber jetzt hier keinen wirklichen Streifen groß aufzubauen. Also hier werden wir mit dem schwarzen Beinebeln sehr, sehr sparsam sein. Genau. Das finde ich cool. Da stehe ich auch zu, dass es nicht perfekt ist. Es gibt jemand, ich brauche nicht erwähnen, wer. Es gibt Leute, die haben da mehr Kohle, die können die Teile tausendfach herstellen, bis ein perfektes darunter ist und das dann verwenden. Die Kohle haben wir nicht. Und deswegen, zu den Fehlern muss man stehen und es ist auch völlig okay, dass es hier, gerade wo so scharfe Kanten sind. Ich meine, im Endeffekt, wir reden über die Fehler, man weiß es, dass es Fehler gibt. Ich denke mal, bei anderen Autos sind auch Fehler vorhanden. Wer sucht, der findet. Ja. Und wir finden einfach die beste Lösung, um das Bestmöglichste jetzt draus zu machen. Ja. Und ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg. Aber ich gebe nur einen Tipp, guckt es euch in echt an. Das ist was ganz anderes als im Video oder auf Fotos. Ja. Das ist absolut krass. Ja. Okay, ihr wisst Bescheid. Wir gehen jetzt gleich nochmal kurz, bevor wir das Video abschließen, in die Garage, wo im Moment die Karosserie untergestellt ist hier bei euch. Weil in einem der letzten Videos, wo es um die Achsteile ging, war das Video fertig und die Achsteile sahen gelb aus, creme, weiß. Und wir wollen euch zeigen, wie die in echt aussehen. Wir probieren es jetzt nochmal einzufangen und zu vergleichen mit der Zelle, weil die Achsteile haben die gleiche Farbe wie die Zelle, die Sicherheitszelle im Auto. Was ich sehr cool finde und die Farbe ist krass. Ja, die ist echt. Wir haben schon gesagt, das ist Flip-Flop-Effekt. Mhm. Weil sie sieht mal creme-weiß aus. Du hast gesagt, die ganz Zelle genau, ist weiß. Weiß, ja. Und eigentlich ist die Zelle grau. Ja. Da war ich ja. Nochmal mit. Hast du es, Dennis? Ach so, ja klar. Also man sieht es jetzt hier. Bewölkter Himmel. Weißabgleich, richtig. Und dann. Also jetzt sieht es ziemlich grau aus, was auch sein wird. Und jetzt kann mal Sebastian die Lampe anmachen. Keine Ahnung, wie es jetzt im Video wirkt. Jetzt wirkt es eher weiß. Ja, gut, also bei mir ist es jetzt vielleicht ein bisschen grünstichig. Ne? Ja, wegen der Folie wahrscheinlich auch. Ja. Das sind alles Einflüsse. Also auf jeden Fall, die Farbe ist ziemlich grau. Jetzt wirkt sie eher weiß. Ja, jetzt sieht man es. Und bei euch im Video vielleicht gelb. Also, muss man wieder live sehen. Kurz zu dem Thema. Dann haben wir es auch besprochen. Ich weiß nicht, jetzt sieht es wieder... Was ist das jetzt für eine Farbe?
Auch grau eher, ne? Ja, hier sieht es schon eher nach grau aus. Halt so. Zu dem Thema, weil da immer wieder viele nachgefragt haben, das Teil wird uns wahrscheinlich im Weg sein mit dem Tankrohr, also diese Verstärkung von der Achsschwinge. Da werden wir gucken, dass wir an der Verrohrung was ändern und das eben passend machen, dass das hier nicht im Weg ist, wenn das Auto einfedert. Mhm. Also haben wir bedacht, kriegen wir hin. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke für euer Dasein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.